Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir, dem Thorsten Ratut, beim Clan. Ja, Spätzle mit Soße, und wir sehen hier den Uwe. Uwe ist clanlos. Uwe ist ein Rathaus 12 und ist clanlos und hat mir tatsächlich vor, jetzt muss ich mal eben schauen, 2 Monate geschrieben, wie immer, mein kleines Dörfchen. Gruß Uwe. Gruß Uwe zurück. Also krass, muss ich mal so sagen, dafür, dass es das zweite Dorf ist. Hallo, wo geht's denn noch? Mit 53er Queen, 50er King. Und was haben wir an Warden hierzu? Leveln 20er Warden und super Truppen hier, keine Frage. Er ist maxed out RH11 und auch hat auch schon nette Truppen RH12. Donnerwetter. Donnerwetter ist das weit. Auch die Ramme hier, den Mauervernichter schon auf 3. Ich level ihn auch gerade, das werdet ihr gleich sehen. Aber wir gucken uns hier den Uwe ruhig mal ganz, ganz in Ruhe an. Und ich glaube, ich habe heute Abend so ein bisschen mal gesehen, auf meinem Handy sind diese Mauern hier einfach etwas grauer, als dass sie eigentlich weiß sind. Hier sind sie richtig weiß, auf meinem Handy sind die irgendwie ein bisschen grau. Deswegen wollte ich auch gar nicht von meinem Handy aufnehmen, sondern aus dem Emulator raus. Und er hat hier, ja, eine sehr schöne Rathaus 12 Base, kloppt hier gerade sein letztes Lager hoch. Ich denke mal auch dafür, dass er dann die Clanburg, ja, auf 40 macht, schätze ich mal, und auch den Adler machen kann, denn die kosten alle 12 Millionen und dafür musst du alle 4 Goldlager fertig haben. Ich denke, die Base ist super, super stark. Er ist zwar ein Silber 1, ja, da habe ich mich nicht richtig wohl gefühlt, aber 93 Defenses hier. Das spricht, glaube ich, für sich. 77 Kriegssterne erst gewonnen. Das sieht so ein ganz bisschen nach einem Spendenaccount aus. Also vielen lieben Dank, Uwe, dass du mir die Base vor 2 Monaten hier schmackhaft gemacht hast. Und ich glaube, 2 Monate, so lange gibt es das Rathaus 12 noch nicht. Also das war noch zu Rathaus 11 Zeiten, glaube ich. Vielen, vielen lieben Dank. Und ist, glaube ich, ein aktiver Zuschauer bei mir und ein aktiver Mensch aus meiner Community. Krasses Dorf, warte mal, ich mache das mal eben weg und mache mal eben einen Screenshot. So, damit habe ich mir einen Screenshot von deinem Dorf gemacht. Die Tesla, die baue ich mir irgendwo ein. Vielen lieben Dank nochmal. Aber was hat es eigentlich mit dieser Aufnahme oder mit dieser Ausgabe hier auf sich? Ja, Geduld ist eine Tugend. Geduld ist eine Tugend, nicht nur bei Herr der Ringe Online. Da ist nämlich Geduld wirklich eine Tugend. Dort gibt es Tugenden und dort gibt es die Tugend Geduld. Und wenn du die hast, dann kriegst du richtig EP rein, richtig Healpoints rein. Das habe ich hier auch gedacht. Und ich muss schon sagen, ich habe ja jetzt das dicke Lager hier. Ich nehme das mal gerade nach außen. Oh, der Bombenturm. Den hat es jetzt verschoben hier. Den kriege ich dann nicht mal in das Lager rein. Aber ich muss sagen, das Lager ist auf Max Level echt super. Also super Design hier. Und ich war heute auch echt froh, dass ganz normal ausgelaufen ist. Also ich habe nicht zu Gems. Oh, was ist denn jetzt los? Toto, was machst du hier eigentlich jetzt? Toto macht hier gerade nur Mist. So, da gehört er hin. Also, das Lager hier sieht wirklich, wirklich gut aus. Und wer Geduld hat, und die habe ich, der kann dieses Lager auch leveln. Ihr seht das selber, ich bin ganz, ganz gut dabei. Und ich denke mal, wir fangen diese Folge... wie fangen wir sie eigentlich an? Wir fangen sie an mit Lehren unserer Clanburg. Ja, also ich habe hier richtig was in der Clanburg drin. Ihr seht das selber. Und das, was ich eigentlich machen will, ja, ich habe sage jetzt ja etwas höher, 240.000 dunkles gehen hier rein und ich brauche so ein bisschen was für meine Queen hier. Hab einen Bauarbeiter frei, Gold und Elex jetzt komplett auf Maxed. Also, was heißt auf Maxed? Ich habe die Schotten hier voll und 204.000 die Queen hier 7 Tage. Die lasse ich natürlich nicht laufen. Ich habe ja noch ein Heldenbuch. Also hier, das Ding haben wir schon mal fertiggestellt. Und bevor wir den Bauarbeiter dann wieder verpowern, denke ich, ja, da haltet euch jetzt fest, ich mache eine Mauer. Das hat aber auch eine ganz besondere Bewandtnis. Ich mache hier eine Mauer mit 4 Millionen. Dann haben wir dieses Eck hier auch komplett fertig, also, oder dieses Quadrat hier komplett fertig. Und was mache ich jetzt mit den 10 Millionen Elex? Ja,
Das ist auch so eine Frage. Seit einem grauen halben Tag, ich könnte jetzt die Elektrodrachen leveln. Nein, ich mache es aber nicht, denn ich glaube, die Maschine hier ist mir auf 3 etwas wichtiger. 10 Tage läuft sie, 8 Millionen. Die hauen wir hier erstmal raus, denn ich hatte auch, glaube ich, in meinen Livestreams gesagt, wir machen die Siegmaschinen hier oder den Mauervernichter auf 3, dann kann ich ihn immer max mitnehmen. Denn wir sind hier nach wie vor nur 3 Rathaus 12er und spenden hier die Maschinen, wie es eben so geht. Jetzt habe ich natürlich nur 2 Millionen Elex und einen Bauarbeiter frei. Denn mein Ziel ist eigentlich ein ganz anderes. Oh, ich habe nochmal 8 Millionen. Donnerwetter. Ich habe nochmal 8 Millionen Gold und ich glaube, wir machen noch eine Mauer. Wir machen noch eine Mauer mit Gold hier. Das ist dann auch gewesen. Wir haben jetzt noch 400 oder 4 Millionen Gold, 2 Millionen nur Elex und wir brauchen etwas mehr Elex. Nehme ich hier rein. Ich kann das Gold leider nur fehlen. Das hilft mir nicht wirklich weiter mit dem Bauarbeiter, denn mein viertes Goldlager muss hoch und da sorgen wir, denke ich mal, jetzt für, dass wir ein bisschen rumfarmen hier. Also echt krasse Sache und krasses Wochenende nach den beiden Streams. Dann habe ich gestern noch ein Video rausgehauen, auch sehr, sehr kurzfristig, habt ihr ja gesehen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet da Spaß dran. Ich habe es nämlich gehabt. Und wir sind hier mal ruhig so ein bisschen kleinkrämerisch, denn das ist keine so super starke Base. Das, was ich gerade verpasst habe, ja, ich habe gerade ein kleines Spiel verpasst, macht aber nichts. Wir nehmen hier unsere Maschine auf Level 2 schon mal mit und gehen hier, denke ich mal, mit einem Queen Walk vorweg. Ja, das ist so ein bisschen meine halb Elex, halb dunkle Truppe hier. So will ich sie mal benennen. Also viel Dunkles gebe ich im Moment nicht aus, denn na klar, ich spare für etwas anderes. Und wir können die Maschine hier jetzt super auf dieser Ecke hier setzen. Ein Magier da. Wir nehmen ruhig die Mauerbrecher hier mit rein. Denn die sind nicht ganz so schlimm. Und den Warden hier mit rein. Unsere Queen soll uns nicht sterben. Das macht sie auch nicht. Jawohl. Wunderbar. Dann ziehen wir hier noch die 3 Magier mit durch, dass sie die Kanone hier machen. Und dann können wir hier, denke ich mal, super mit unserem Minern. Nach wie vor mag ich die Truppe. Oh, mein King. Mein King ist mir gerade gestorben. Ist aber, glaube ich. Alter, was ist denn heute Abend mit mir los? Ist, glaube ich, nicht so schlimm. Und der Warden steht auf Boden, kriegt natürlich jede Mine hier ab, beziehungsweise jede Bombe hier ab. Also nochmal hier durchgeheilt mit den Heilzauber. Ist das mein Babydrachen? Jo, das ist mein Babydrachen. Wie weit geht der denn hier durch die Base durch? Oh, das ist auch Hammer. Das ist doch Hammer. So ein bisschen muss ich jetzt gerade mal ich krieg's wieder nicht richtig in den Schirm. Meine Miner beobachten, denn ich muss sie richtig heilen. Ich glaube, hier ist der Heil super aufgehoben. Ich denke mal, ich habe den Heil verpeilt. Naja, ist, glaube ich, nicht so schlimm. Die Base haben wir in jedem Fall gerockt. Ich brauche den Wutzauber auch nicht mehr. Ja, ist so ein bisschen rumgefahren hier. Nächste Forschung, die ich natürlich habe, beziehungsweise ich muss jetzt 5 Millionen für das letzte Lager hier reinfarmen, dass ich wenigstens dann mit 12 Millionen meine Clanburg machen kann, meinen Adler machen kann, also alles, was 12 Millionen Gold kostet und dauert dann auch nochmal 7 Tage. Aber ihr seht das hier, ich habe jetzt mal gerade 3 Millionen, da geht noch was. Den nehmen wir auch mal mit. Wir brauchen ja ein bisschen Elex. 363.000. Mal sehen, ob wir den Bonus nicht noch ein bisschen mitnehmen können. Mal schauen. Ich werde auf jeden Fall mal eine andere Armee nehmen. Ich meine, die Armee, sie ist mir schon ein bisschen so ans Herz gewachsen, denn das ist ja eine gesunde Mischung aus, wie soll ich sagen, Elex und Elex. Weil ich ja dunkles Lamme. Also das Elex kriege ich hier, denke ich mal, in der Regel trotzdem. Und muss jetzt mal schauen, wo ich meinen Warden denn so setze. Ja, ich glaube, da ist er ganz gut platziert. Was habe ich in der Clanburg? Ich kann es nicht mehr wechseln. Naja, dann nehmen wir den halt. Dann nehmen wir unseren Tank hier als kleinen Ersatz. Wir dürfen nur unsere Queen nicht ganz aus den Augen lassen. Oh. Ah, Donnerwetter. Toto, der Sprung war mal richtig gut. Die Mauerbrecher, alle verreckt.
Alle verreckt beim Minenwerfer, ja, okay. Alle verreckt beim Minenwerfer, da muss man mal gucken, dass wir hier jetzt mit den kleinen Minern irgendwie in die Mitte kommen. Ich glaube, das klappt auch ganz gut. Denn der Funnel war jetzt in Ordnung und wir können hier schon mal so unsere ersten Heilzauber werfen. Die Queen, ich lasse die Queen einfach mal hier unten ein bisschen laufen. Ich zünde sie jetzt allerdings und zünde jetzt auch mal einen Warden. Wo sind meine kleinen Miner? Da sind sie in der Mitte. Oh, das war schlecht reingespult. Okay, Queen ist Geschichte. Die Miner noch nicht, aber ich brauche auch nicht mehr. Ja, das ist eine Base. Die passt mir super, super gut. Und ich brauche das Elex, also zwei. Ja, ich brauche noch fünf. Ich brauche ja 5 Millionen für das letzte Goldlager, damit ich endlich mit meinem Gold die Clanburg machen kann oder natürlich auch den Adler. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Es gibt ja in so ein paar Tagen so ein nettes Universalbuch und auch ein Baubuch. Also ich könnte zwei Sachen auf einmal machen. Muss ich mal schauen, wie ich das anstelle. Ich will die Bücher in jedem Fall verbrauchen. Nicht, dass ich es eilig habe. Nein, nein. Ich habe ja Geduld. Geduld ist ja eine Tugend. Sondern, dass ich ein bisschen fixer vorankomme. So will ich das mal sagen. Denn ich habe noch so viel zu tun hier auf Rathaus Level 12. Das wisst ihr selber, wenn ihr 12 spielt. Also, das ist ein Top-Lot für mich hier. Keine Frage. Ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, ja, Toto, ich finde da immer ein 800.000 oder ein Millionen-Lot. Okay, mach das. Ich gebe mir mit dem hier zufrieden. Und von daher machen wir aber in jedem Fall noch einen dritten Angriff. Und zwischen hier und jetzt lag eine ganze Nacht, denn ich habe es gestern Abend nicht mehr geschafft, hier weiterzufahren. Wir sind jetzt auch schon im neuen Event und ich habe gerade mal ein bisschen gesucht und habe genau diesen hier gefunden. Also der ist wirklich mal nett. Jetzt muss ich natürlich, ja, okay, das macht nichts. Ich muss jetzt mit meiner Karre hier angreifen. Ist aber alles nicht so schlimm. Ihr seht, was ich noch dabei habe. Ich habe nämlich schon die neue Event-Truppe hier dabei. Und die nehmen wir natürlich auch mit. Karre hier mit rein. King hier mit rein. Oh, 14 Magier. Alter Falter, was muss ich hier bauen? Es ist echt der Hammer. Und mal schauen. So, 4... Ich muss, glaube ich, nur 3 Packer bauen, aber ich habe jetzt einfach mal 4 genommen. Ich weiß gar nicht, wofür ich die Mauerbrecher habe. und wofür ich das habe hier. Wofür habe ich das eigentlich mit hier? Okay, dann machen wir uns die 4 hier mal hin, glaube ich. Und mal sehen, wo unsere Truppen jetzt eigentlich langlatschen. Ich sehe die im Moment gar nicht. Truppen, wo seid ihr? Ah, da, okay. Die Golems sind natürlich ein bisschen behender. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Und die Base wehrt sich natürlich, aber mal gucken. Hier müssen wir sicherlich so ein bisschen die Queen giften. Hier nehmen wir einmal unsere Warden-Aura. Oh, da ist noch ziemlich viel Base hier über. Ich denke mal, da muss ich den einen... Wo ist er? Da ist er. Okay, den einen Wut noch nehmen hier für die ganzen Packies. Die sind nämlich noch am Leben. Ja, es lag jetzt eine ganze Nacht oder ein ganzer Abend noch dazwischen. Ich habe es irgendwann nicht mehr geschafft, hatte dann Bereitschaftsanruf und dann ist sowieso vorbei. Nicht jetzt mit der Nacht, aber dann habe ich irgendwie nicht mehr dran gedacht, aufzunehmen. Aber ich denke mal, den konnte man mitnehmen. Ich weiß, der Tutu wird jetzt ganz lame, macht nämlich die Mauern mit. Mit Erdbebenzauber, ja, das hat einfach den Hintergrund, ich will natürlich ein bisschen Elex sparen und deswegen nehme ich auch gerne dann 4-mal Erdbeben mit. Anstelle der Sprungzauber, die natürlich Elex kosten und ich glaube, ich habe jetzt aber, ja, ich habe die 5 Millionen drin, das ist schon mal super und kann in jedem Fall den Bauarbeiter beschäftigen. Ah, schöne Truppe hier, ich gehe mal ein bisschen näher für euch. Ach, immer diese rote All Forces Deployed. Ja, habe ich gemacht. Und ist ein ganz klassischer Go-Vibe hier, den man hier jetzt im Event machen darf. Ich habe es heute Morgen auch erst gesehen. Ich hatte gedacht, es startet erst morgen, aber ist dann doch schon heute gestartet. Trotzdem, Geduld ist eine Tugend und Geduld ist auch so einen Gegner mal zu finden. Also mit 1 Million Elex, fast 1 Million Gold und dann noch mit dem Bonus das Dunkle hier drin. Ja, toller Lotgegner, vielen lieben Dank. Und jetzt habe ich in jedem Fall die 5 Millionen hier für meinen nächsten Bauarbeiter. Habe jetzt allerdings schon wieder ein bisschen viel Gold. Das heißt, mit dem nächsten freien Bauarbeiter, da freue ich mich übrigens schon drauf, dass die jetzt endlich auslaufen, vor allen Dingen von den Army Camps. 2 Tage noch, 3 Tage noch, dann habe ich 280 Truppen. Und
dann geht's hier, denke ich mal, mit dem Tesla weiter. Der kostet nur 2 Millionen. Also gönnen wir uns doch noch hier hinten, ich würde sagen, dieses Mauereck hier auch noch einmal mit Gold und nehmen jetzt seinen letzten Bauarbeiter für dieses Lager hier. 5 Millionen, 7 Tage. Ja, mal sehen, ob ich in 7 Tagen dann hoffentlich reichlich Gold angesammelt habe, nämlich 11,5 Millionen. Wenn das Lager fertig ist, kann ich 12 Millionen Gold aufnehmen und damit kann ich meine Clanburg dann hoffentlich leveln, mein Rathaus leveln und auch den Adler hier weiter leveln. Ich hoffe, die Farmfolge hat euch gefallen. Ihr hattet ein wenig Geduld mit mir. Bis dahin, euer Toto. Rest.